Herzlich willkommen im ersten Generationentag nach der Sommerpause, hier auf Inklusiv. Das Format wird abwechselnd von Mars Wiedler und von mir moderiert. Ich heiße Noemi Walson, bin Expertin aus Erfahrung. Und das Ziel des Generationentags ist ein spannender Austausch mit inspirierenden Gästen. Heute darf ich den Martin Bertsch begrüßen und möchte gerne dir das Wort überlassen. Wer bist du? Wer sind Sie und was machen Sie? Also wir können schon per Du, jetzt, was so draußen ist. Ja, mein Name ist Martin Bertsch. Ich bin Coach, Trainer, Case Manager und Therapeut mit einer Praxis in Bern, Visionsschmiede und Reha-Schmiede von dort her. Und ich habe 2015 den ersten Kongress zum Thema Hochsensibilität mitorganisiert mit einer Kollegin und nachher in der Folge 3 weitere Kongresse, Tagungen und ein Netzwerktreffen organisiert. Also bin dort relativ intensiv so in der Thematik von der Hochsensibilität unterwegs. Super, danke vielmals für den Einblick in den Hintergrund von der Hochsensibilität. Jetzt habe ich gerade eine Frage. So an Teilnehmende, hören ihr uns gut? Oder halt, genau. Ja, und ich möchte auch sehr gerne animieren, um gerade Fragen zu stellen, was euch interessiert, wenn ihr gerne möchtet, Herr Bertsch, Martin Bertsch fragen. Genau. Es halt etwas. Okay. Ja, bei mir ist etwas viel Echo. Ich weiß, ich meine, noch nicht, wie ich das beheben kann. Darum würde ich gerne das Wort weitergeben. Was ist Hochsensibilität und was steckt dahinter? Ja, Hochsensibilität ist wieder. Name ja schon sagt, verbunden mit einer höheren Sensitivität. Das heisst, man ist empfänglicher für äußere, aber auch für innere Reize. Der Begriff wird vielfach so hergeleitet, dass man auf Delaine Aron zurückgreift. Sie hat 1997 zu diesem Thema Artikel veröffentlicht, was dort relativ grosse Wellen ausgelöst hat zu diesem Thema. Es hat auch schon vorher Leute gegeben, die sich mit diesem Thema aber beschäftigt haben. Also das Thema ist auf der einen Seite eben die hohe Sensibilität oder Sensitivität und auf der anderen Seite ist natürlich, sagen wir, als Kehrseite von der Medaille auch eine Überregbarkeit oder eine schnelle Reizüberflutung, ein Thema, das so als Herausforderung gesehen wird. In der Regel gibt es so, ja, vielleicht vier Merkmale, erhöhtes Bewusstsein. Es ist nachher auch so, dass so das Thema Empathie, Einfühlsamkeit sicher auch mit drin spielt. Also es sind Menschen, die als Empathen gelten, die sehr schnell vielleicht auch Stimmungen wahrnehmen, sich hineinversetzen in andere Menschen. Intensivere oder tiefere Informationsverarbeitung. Es geht darum, dass oft so Ereignisse auch lang nachhallen, dass man sich beschäftigt, halt intensiver mit Themen, vielleicht sogar auch mit Weltthemen, aber auch mit persönlichen Themen. Und eben das, was ich auch schon erwähnt habe, die Anfälligkeit für Reizüberflutung oder Überstimulation, das wäre eben so die Kehrseite von der Medaille zu dem Thema Hochsensibilität. Sie haben so die Reizüberflutung angesprochen. Helen Müchinger fragt, ist Hochsensibilität im Volksmund als Krankheit angesehen?
Nein, das ist ganz wichtig, dass man das nicht als Krankheit anschaut, sondern als Persönlichkeitsdisposition. Man könnte auch von Temperament reden. Also das Temperament ist sozusagen eine anhaltende Charakterausprägung. Das heisst, es sind nicht Leute, die heute hochsensibel sind und morgen vielleicht nicht mehr, sondern die über eine lange Zeit, vielleicht aber über das ganze Leben, über die Charakteristika, die ich vorher aufgezählt habe, aufweisen. Und in dem Sinn ist es etwas, wo es darum geht, zu schauen, wie kann man damit umgehen. Anders als mit einer Krankheit, wo man kann sagen, das ist einfach negativ, ist Hochsensibilität, Disposition, die eben auch durchaus sehr positive Aspekte beinhaltet. Ja, Sensibilität kann eine Gefahr sein, ist aber auch eine Gabe, die einem hilft, vielfach halt nie ja, bewusster oder ja, gezielter können unterwegs sein. Das klingt sehr gut, so gezielt können unterwegs sein. Und Helen Lüchinger hat auch geschrieben, wegen der Abgrenzung, dass da eine große Rolle spielt. Wie kann man sich dort schützen als hochsensibler Mensch? Ich habe das jetzt akustisch nicht ganz alles verstanden. Also schützen vor was? Von der Reizüberflutung. Ja, das ist natürlich ein Witzfeld und letztlich zeigt meine Erfahrung, dass es so ganz wichtig ist, dass jeder selber wie einen persönlichen Umgang findet. Die einen gehen halt nicht oder weniger in Ausgang, andere in Rückzugsorte. Im Wesentlichen geht es aber darum, wie auch innerlich können, Abstand zu gewinnen oder nicht so schnell in Stressmechanismen hineinzugeraten. Das ist im Prinzip eine Herausforderung vom Selbstmanagement her, also wie man mit sich und wie man mit der Welt umgeht. Also ein Beispiel ist zum Beispiel, ich habe einen Hund hatte, der zeitlang mit mir immer mitgegangen ist. Und wenn ich durch die Stadt gegangen bin, ist der Hund so wie ein Fokus für mich. Das hat mir geholfen, so ein bisschen wie eben fokussierter unterwegs zu sein und nicht, dass ich mich so sinnesmässig verliere. Im Einzelnen ist es aber die Frage, wo tritt die Persönlichkeitsdisposition vielleicht negativ auf? Also es sind vielleicht Leute, die gefährdet sind, schneller eine Depression zu entwickeln. Burnout ist auch so ein Thema, weil es ja häufig auch Leute sind, die sehr engagiert unterwegs sind. Und dort geht es halt darum, auch zu schauen, ja, wie kann man mit dem Arbeitgeber zu Schlag kommen. Und letztlich ist es eine Frage vom Stressmanagement. Ich habe vielleicht dort, weil das aus meiner Sicht ja eine spannende Fragestellung ist, auch noch ein bisschen berichten, wie ich damit arbeite und mit Klienten, wo ich unterwegs bin. Es geht eigentlich so um ein Stressmanagement. Und aus meiner Sicht, was sehr hilfreich ist bei Hochsensiblen, ist gerade auch so Körperbewusstseinsarbeit zu machen, weil Stress sich ja sehr schnell auch im Körper zeigt. Also da gibt es Leute, die sagen zum Beispiel, ja, ich merke das im Solarplexus oder im Magen oder ich merke, dass die Atmung flacher wird, wenn ich in eine Stresssituation hineinkomme. Und dort geht es zuerst einmal darum, auf der Körperebene auch wahrzunehmen, was passiert, wo stehe ich so von meinem Stresslevel her und was gibt es für Möglichkeiten, dort nachher zu intervenieren, sozusagen eigentlich auch über Körperbewusstseinsarbeit, in dem, also zuerst einmal zu wahrnehmen, von dem ist ja der erster Schritt, ich kann ja nicht reagieren, wenn ich es selber nicht wahrnehme, wenn ich mir das selber nicht bewusst bin. Und dort ist sicher vielfach gefordert, wie ein bewussteres oder ein fürsorgliches Umgehen mit sich selber. Der Georg Parlow ist ja so einer der Pioniere im
Bereich Hochsensibilität, er redet vom Kleinkinderkörper. Man kann sich das so vorstellen wie ein kleines Kind, das eben Schutz und Fürsorge braucht. Und die Hochsensiblen müssen sich das eigentlich wie selber auch immer wieder geben. Du hast es angesprochen mit dem Bewusstsein. Und der Lukas Ziegler hat noch gefragt, ist es normal, dass Betroffene oft gar nicht bewusst ist, dass sie betroffen sind oder dass sie das haben, das Temperament? Ja, das ist jetzt hier in der deutschsprachigen Region vielleicht 15, 20 Jahre im Gespräch. Ich habe den Eindruck, dass es relativ populär ist, das Thema. Es gibt auch viel Literatur. Es ist auch so, dass die Resonanz eigentlich sehr stark ist. Ich habe jetzt gerade im Roten Kreuz auch so Vorträge gehabt mit zum Teil fast 250 Teilnehmenden. Also es ist doch relativ ein grosses Echo. Und ich habe wieder den Eindruck, dass viele sicher schon mal davon gehört haben. Nicht wenige auch sich damit intensiver beschäftigt haben, also vielleicht ein Buch gelesen haben. Und von dem her ist es sicher so, dass man nicht kann sagen, das ist etwas, was man nicht kennt. Gleichzeitig geht es ja darum, wie ich vorher erwähnt habe, dass Hochsensibilität ja auch sehr ein individuelles Phänomen ist. Also Stress ist so, dass wenn du Stress hast, du vielleicht ganz anders reagierst als ich und vielleicht andere Strategien bei dir greifen als bei mir. Also so, dass es auch wie eine individuelle Erfahrung braucht und auch eine individuelle Auseinandersetzung. Und das ist sicher so ein Thema, wo ich denke, ja, da muss jeder für sich so wie einen Weg gehen. Also die vier Elemente, die am Anfang angesprochen worden sind, müssen dann alle erfüllt sein, dass ich von mir kann sagen, ich bin hochsensibel? Ja, das ist einmal in dem Sinne so ein Ausgangspunkt, ein Anhaltspunkt. Es gibt ja im Internet diverse Tests oder auch sonst zum Teil in Zeitschriften findet man so Tests, da gibt es vielerlei Tests, die meisten gehen zurück auf einen Fragebogen, den Elaine Aron auch verwendet hat, mit bestimmten Fragen zu Hochsensibilität. Im Prinzip muss man aber sagen, es gibt nicht ein wissenschaftlich validiertes Verfahren, wo man eindeutig kann feststellen kann, auf eine wissenschaftliche Art und Weise, dass die Person hochsensibel ist. Weil es halt immer sozusagen ein Bereich ist, wo die Leute ihre eigene Wahrnehmung von sich selber darstellen in einem Fragebogen. Also wenn ich die frage, reagierst du schneller auf Medikamente oder Koffein oder intensiver als andere, ist ja das immer eine subjektive Frage. Du musst ja die selber wie können einschätzen. Und in dem Sinne ist es mehr eigentlich so, dass die Tests einen Hinweischarakter haben. Also einer der ältesten Tests ist zum Beispiel auf Zart beseitigt. Das ist so ein gratis Online-Test. Den kann man sicher mal machen. Da gibt es eine Punktzahl und dann sieht man etwa, wo man da steht. Aber in dem Sinn, wie gesagt, ein wissenschaftliches Verfahren ist das nicht. Also dann wäre es so, dass man könnte im Internet Tests machen, so zum Hinweis bekommen, wie wichtig das könnte gehen. Und wie so ein bisschen zu wahrnehmen von mir selber, gedanklich, emotional, mental, aber auch körperlich, in mir vorgeht. So als Einleitung in eine hochsensible Wesensart zu erkennen. Dann hätte ich Fabian Altmann-Walter noch eine Frage. Sind immer beide Aspekte vorhanden, das heisst sensitiv, sensibel und überreizig? Ja, das ist ja so die Frage, auch ich bin ein bisschen mit dem Mikrofon am Spielen, weil ich relativ unsicher verstehe, so eben mit dem Hall. Darum muss ich dir vielleicht manchmal schon nachfragen.
Also die Frage ist ja die, kann man mehr die Sonnenseite oder erleben oder erlebt man mehr die Schattenseite von dieser Persönlichkeitsdisposition? Also ist es mehr, sagen wir mal, so, dass man zum Beispiel auch Kunst intensiver erlebt oder kann geniessen, ein Musikstück oder ein Theaterstück? Oder ist es so, dass man die eben eher, sagen wir mal, auch unter den Aspekt leidet, wo man kann sagen kann, ich bin sehr geräuschempfindlich. Oder wenn ich Filmszenen anschaue, geht es mir schnell so, dass ich wie merke, das geht mir zu nach und ist unangenehm für mich. Von dem her ist es immer die Frage, welchen Aspekt, dass man erlebt und wie bewusst, dass man damit kann umgehen. Excuse, ich hatte Störfaktor. Ich muss sagen, da. Flauschige Aber Störfaktor. die Frage ist ein bisschen, wie bewusst kann man damit umgehen? Und ja, also es gibt auch so, jetzt aktuell ist es der Dr. Patrice Wyrsch, wo so das Thema mit Resilienz, wo auch sagt, ja, es ist so, dass bei den Hochsensiblen eben größere Unterschiede bestehen als bei den Normalsensiblen zum Thema, leide ich darunter oder kann ich eben mehr die Sonnenseiten erleben? Und was in diesem Zusammenhang interessant ist, ist, dass man eigentlich das ja auch fördern kann, dass man eben mehr die Sonnenseiten erlebt. Dass das wie eine bewusste Auseinandersetzung kann sein und in dem Sinn so, ja, dass man etwas selber kann beitragen kann zu dem Thema, von wie dass man das erlebt. So, auch der bewusste Umgang. Wenn ich jetzt zum Beispiel in einem Arbeitsumfeld bin, wo in einem Großraumbüro ist und so die Überreizung jeden Tag, also ich werde konfrontiert, wie kann man denn dort zum Beispiel eine Atmosphäre schaffen, wo es einem gut geht? Ja, da gibt es ganz unterschiedliche Ansätze. Also es gibt die Leute, wo mit physischen Hilfsmitteln, also zum Beispiel es gibt auch so spezielle, so wie Oropax, also für Leute, die besonders geräuschempfindlich sind, wo das so ein bisschen runterbricht, wo man mehr in der Ruhe ist. Andere würden vielleicht sagen, ja, ich bin mit so Noise Cancelling Kopfhörer unterwegs. Aber ich glaube, letztlich sind das ja nur Krücken und Hilfsmittel. Die Frage ist, wenn eine Geräuschkulisse bei mir einen Stresspegel erhöht, wie kann ich diesen Stresspegel wieder runterfahren? Und dort ist auch aus meiner Sicht die Körperbewusstseinsarbeit ganz ein interessanter Ansatz. Und ich kann sagen, ich kann mich Geräusch aussetzen, aber die Reaktion auf die Geräuschkulisse kann ich selber beeinflussen. Also es kann mir mehr oder weniger antun und der Bereich von der Informationsverarbeitung ist eigentlich aus meiner Sicht der viel interessantere Ausgangspunkt oder Ansatzpunkt vom Umgang mit dieser Thematik. Also, man hat eigentlich in jeder Situation Handlungsmöglichkeiten, wie man auf eine Situation reagiert. Habe ich da richtig verstanden? Ja, letztlich ist es ja so, wenn etwas, sagen wir, von der Sinneswahrnehmung als Reiz auf mich einwirkt, ist es ja immer noch die Frage, es gibt Reiz an sich, da kann ich ja selber nicht verändern, aber wie ich damit umgehe. Also besonders deutlich ist das Thema natürlich im emotionalen Bereich. Also wenn zum Beispiel eine gewisse Stimmung in einem Team, vielleicht sogar eine Konfliktsituation mich selber belastet. Dann kennen wir ja das, dass wir vielleicht belastet sind, vielleicht schlafen wir weniger gut ein, vielleicht haben wir Durchschlafschwierigkeiten und nachher entscheiden wir uns vielleicht, das Thema offen anzusprechen. Es gibt eine Konfliktbereinigung und nachher kann man ja wieder sozusagen den Stresspegel runterfahren. Und insofern ist das ganz fest auch ein Thema vom inneren Umgang. Also eine gute Möglichkeit, so als Hinweis von einer Übung, die es für das Thema gibt,
ist zum Beispiel, wenn ich mir vorstelle, eine wunderbare Lebenssituation, die ich erlebt habe. Zum Beispiel eine Feriensituation. Mir kommt jetzt gerade Schweden zu Sinn. Ich bin mal in Schweden gewesen, also Visionsreise gemacht mit Klienten auf Schweden. Und das ist für mich ein wunderbares Land. Ich liege dort am Sandstrand, es scheint die warme Sonne und ich spüre das auf der Haut. Und ich höre vielleicht das Wasser rauschen und ich schmecke, wie es frisch nach Wasser schmeckt und nach vielleicht Algen, die im Wasser sind. Und ich höre von den Bäumen das Blätterrauschen. Oder ich habe alle die Sinneseindrücke, die verknüpft sind mit einem entspannten Zustand. Und jetzt kann ich mir vorstellen, wenn ich durch die Stadt gehe, kann ich ja innerlich zum Beispiel sagen, ich höre das Blätterrauschen, ich höre das Plätschern vom Wasser und so weiter. Also wie eine Art Sinneseindruck mit einer Vorstellung, sozusagen übertünchen, hätte ich fast gesagt, aber es geht eigentlich weiter. Also unser Hirn kann ja relativ schlecht unterscheiden zwischen Wahrnehmung und Vorstellung. Und gerade die Hochsensiblen, die ja sehr eine lebhafte, intensive Vorstellungskraft haben oder Fantasie haben, die können natürlich solche Techniken, so Entspannungstechniken auch nutzen und so wie gezielter umgehen. Also so auch der innere Umgang, gerade auch über den Körper, ins Jetzt kommen. Und bei sich zu bleiben, ja, danke vielmals für die Oder Übung. vielleicht noch ergänzend dazu, ich gehe immer sehr stark auf Körperebene und mache die Erfahrung, dass es für hochsensible Personen ganz ein wichtiger Zugang ist, weil der Körper ja wie eine Art ein Fokus ist vom Bewusstsein. Und die Hochsensiblen haben ja wie eine Art eine Charakteristik, wo sozusagen die Antennen mehr als bei anderen in die Aussenwelt hineingehen. Und das heisst, jetzt kann ich ja wie sagen, was passiert bei mir gerade, was passiert im Körper, also die Antennen auch in den Körper hineinrichten. Und wenn ich jetzt so mit Ressourcenereignissen arbeite, wie zum Beispiel, ich liege in Südschweden am Strand und ich bin ganz entspannt und es ist Ferienzeit, dann würde ich fragen, und wie fühlt sich das jetzt an im Körper? Was passiert da? Und nachher gibt es Leute, die berichten zum Beispiel, ja, ich habe einen guten Kontakt zu der Erde, ich habe warme Hände, es ist innerlich so wie eine Sonne, es ist warm. Es gibt Leute, die nicht nur Körperwahrnehmungen, sondern auch Wahrnehmungen haben, ich sage dann im körpernahen Raum, also wo zum Beispiel wie der Eindruck haben, es wird so wie weiter um mich herum. Wohingegen eine Stresssituation häufig verknüpft ist mit, es wird eng, es ist dunkel, vielleicht sogar schmerzhaft, es sticht irgendwo. Das sind ja alles Reaktionen im Körper inne. Und mit der Vorstellung können wir sozusagen auch Ressourcensituationen vielleicht eben in einem Grossraumbüro vorholen. Es gibt auch Möglichkeiten, wo man zum Beispiel auch so mit Anker schafft. Also ich tue zum Beispiel in meinen Therapien oder Coachings viel so mit Tieren schaffen, wo ich sage, ja, so ein Tier, wo die positive Eigenschaft oder das Ressourcenerleben zum Ausdruck bringt. Was könnte das sein? Und dann gibt es Leute, die sagen, ja, der Delfin, und andere sagen, ja, der Elefant oder dicke Haut. Und nachher sagen, ja, steht mal so her wie der Elefant und wie fühlt sich das an, wenn man so eine dicke Haut hat? Wie ist das? Und nachher kann ich vielleicht sagen, ja, jetzt stellt euch vor, ihr geht morgen ins Grossraumbüro, ihr macht die Türen auf, ihr hört die Geräuschkulissen und jetzt seid ihr wie ein Elefant mit der dicken Haut, die dort hineingeht. Ist das etwas, wo das Erleben sozusagen anders erlebt werden, dass man sich wie anders kann fühlen kann, so mit dieser Vorstellung. Und da gibt es Leute, die sagen, ja, ich tue so wie als Anker einen Elefant herstellen, beim Computer oder einen Bildschirmschoner entsprechend herholen, wo mich immer wieder erinnert an Elefant als Ressourcentier. Im Schamanismus würde man sagen, ein Krafttier. Oder? Und man muss sagen, ja, es ist wie ein Elefant, der mit dir mitkommt, oder du bist ein Elefant, und eben, du hast die dicke Haut, und wie fühlt sich das an mit der dicken Haut?
Also Was sind das so auch. Übungen im Zusammenhang mit Selbst- oder Stressmanagement, die für Hochsensible eben sehr wirksam sind, weil sie eben sehr eine lebhafte Fantasie und Vorstellungskraft haben und eben gerade die Körperwahrnehmungs- oder Körperbewusstseinsebene ganz, ganz heilsam ist, weil sie so wieder Fokus zurück auf einen selber bringt. Viele Das Hochsensible kümmern sich ja viel mehr um andere als um sich selber. Und das ist so vom Selbstmanagement her halt auch eigentlich eine wichtige Aufgabe, dass man dort eigentlich so wie die Selbstachtsamkeit auch fördert. Dass man wie auch über den Körper merkt, wie es einem eigentlich geht. Ja, das ist ja die Grundlage. Also wenn du nicht merkst, dass du belastet bist oder dass es dir schlecht geht, dann kannst du auch nicht reagieren. Und die Hochsensiblen haben ja, sagen wir mal, schneller eine Reaktion. Aber unter Umständen ist es auch so, dass die Hochsensiblen sind manchmal auch sehr dickköpfig und sehr leistungsorientiert und übergehen sich nachher in diesen Symptomen. Und dort fängt nachher das Problem an. Oder wenn man zum Beispiel jemanden hat, der hochsensibel ist und auch sehr schnell so im Raum innen zum Beispiel wahrnimmt, das fühlt sich komisch an in diesem Raum. Oder? Und da würde man vielleicht sagen, ja, vielleicht ist das ein Wasserader oder vielleicht ist es Elektrosmog oder was auch immer dort für ein Störfaktor mag sein. Wenn ich das nicht bewusst wahrnehme, in dem, dass ich vielleicht so in einer überzogenen Leistungsmodus bin, dann habe ich nachher ein Problem. Und gerade die Hochsensiblen, die vielleicht auch elektrosensibler sind, also schneller auf so Störfaktoren reagieren, die haben entsprechend aber vielleicht mehr Probleme als ein robusterer Charakter. Aber wenn Hochsensible auch wirklich sehr bewusst mit diesen Sachen umgehen, dann können sie auch reagieren. Dass sie wie sagen, ja, dort in dieser Ecke fühle ich mich nicht wohl, ich will dort nicht schlafen, ich muss vielleicht das Zimmer mal umstellen und nachher geht es mir wieder gut. Also sozusagen Hochsensible brauchen wie einen bewussteren Umgang mit sich selber und mit der Welt, für dass sie sich eigentlich das Leben auf eine gute Art können einrichten können. So der bewusste Umgang und auch die Visualisierung, wo sehr wichtig scheint. Jetzt, wenn ich zum Beispiel, ich stelle mir vor, ich bin der Elefant und gehe in das Grossraumbüro, dann ist es auch möglich, zu meinem Grossraumbüro zu arbeiten. Also, weil der Lukas Siegler hat gefragt, ob man nicht davon abraten, so in einem Grossraumbüro zu arbeiten. Ja, klar ist das natürlich sozusagen im Aussen immer eine Möglichkeit, dort zu intervenieren, oder? Dass man vielleicht kann sagen kann, ja, ich brauche vielleicht am Wochenende halt eine Wanderung in der Natur. Viel mehr als andere. Und je nachdem brauche ich vielleicht eine Arbeitssituation, wo man kann sagen kann, man hat sein eigenes Büro, aber nicht immer ist ja das möglich. Darum rede ich eher von den Möglichkeiten, wo ich kann sagen kann, man kann eigentlich eben innerlich auch sehr viel machen, was sicher dann vor allem interessant ist, wenn eben im Aussen keine Änderungsmöglichkeiten da sind. Aber man kann natürlich immer im Aussen reagieren und sagen, ja, ich arbeite jetzt nur 80% und 100% oder ich arbeite vielleicht in einem Betrieb, wo ein besseres Betriebsklima, wo eine bessere Teamkultur ist, wo eben vielleicht Einzelbüro gang und gäbe sind. Das ist natürlich auch immer eine Interventionsmöglichkeit, dort sich wie die Bedingungen zu schaffen, die man wirklich braucht. Oder gerade auch der Ausgleich so mit dieser Wanderung am Wochenende, dass ich wieder merke, dass ich wie normale Menschen, wie der Lukas Siedler geschrieben hat, dieselbe Leistung kann bringen wie jemand anders, der nicht hochsensibel ist. Also es zeigt sich, dass Hochsensible eigentlich häufig in Unternehmen auch Leistungsträger sind.
Weil Hochsensible haben häufig auch sehr hohe Maßstäbe, nicht nur an die Welt oder an ethische Richtlinien, sondern auch an sich selber. Das kann auch ein Teil von der Problematik sein, dass man wie für sich selber auch die Latte hochsetzt und vielleicht sogar ein Leistungsträger ist im Unternehmen. Und dort zeigt sich wiederum, dass es ganz wichtig ist, wenn man dann nachher so hohe Leistungen erbringt, dass man auch eine genügend stark ausgeprägte Selbstachtsamkeit oder Selbstfürsorge entwickelt, dass man nicht einfach nur gerade sieht, was will jetzt der Chef von mir und was will der Kunde von mir und dort ausufert, sondern dass es vielleicht umso wichtiger ist, auch eine gewisse Psychohygiene zu betreiben, dass man sagt, ja, um 5:30 gehe ich heim und nachher ist das Thema vom Schaffen vorbei und eben halt auch das Thema von, was tut mir denn wirklich gut, wo kann ich abschalten? Und das ist sicher für viele Hochsensible so, dass gerade das Thema Aufenthalt in der Natur, wandern, laufen oder auch Bewegung, also eigentlich so das Thema, wie kann ich Stress wieder abbauen? Das zeigt sich auch, dass die Leute sehr unterschiedlich sind. Oder Teil gehen vielleicht gerne ins Theater und können dort abschalten. Andere haben vielleicht einen Hund und gehen mit dem spazieren. Wiederum andere sagen, ja, ich habe den Garten und wenn ich die Hände in die Erde hineinstecke, tut mir das gut. Und wiederum andere sagen, ja, ich mache Leistungssport, das ist für mich mein Ausgleich. Also da muss ja jeder für sich auch wiederum so Strategien suchen. Was ich dort noch wichtig finde, ist, dass man manchmal auch vielleicht Neues ausprobiert, weil manchmal hat man ja so seine blinden Flecken. Also ich merke gerade häufig, dass zum Beispiel das Thema Fitness, Sport, Bewegung für die Hochsensiblen nicht so hoch im Kurs steht. Aber gerade eigentlich der Bereich, sagen wir jetzt vom Stressmanagement und vom Ausgleich her, eigentlich ganz wichtig wäre. Also das zeigen ja auch viele Studien, wo so im Bereich Depression gemacht worden sind, dass Krafttraining und Ausdauersport ganz wichtige Faktoren sind von der psychischen Gesundheit. Und das gilt natürlich auch für Hochsensible, dass das wie oftmals ganz ein wichtiger Ausgleich ist im Alltag. So auch der Körper wieder im Fokus, so zum Erde Ja. ach. Genau. Weil eine körperliche Aktivität bringt ja wie die Aufmerksamkeit wieder in den Körper, oder? Wenn ich zum Beispiel Krafttraining machen, ist es ja wie jetzt, es ist eigentlich ein Ich-Erleben, oder? Meine Kraft führt dazu, dass ich die Handlung wegstoßen kann. Also es ist wie etwas, was den Fokus auf mich selber bringt. Und das hat wiederum sehr einen ausgleichenden Charakter. Sehr schönes Bild. Dankeschön. Oder wenn man davon ausgeht, dass hochsensible Menschen vielleicht manchmal fast ein bisschen zerbrechlich wirken, kann man ja sagen, ja, die müssen sich vielleicht besser schützen, aber andererseits könnte man auch sagen, ja, mach Krafttraining, oder? Also tu dort, wo deine Schwächen sind, etwas machen. Und dort, das ist vielleicht auch so ein heikles Thema, weil viele Hochsensible eben gerade eigentlich nicht gern in das hineingehen. Und ja, das hat so mit eigenen blinden Flecken zu tun. Also, dass man, wenn man sich vorstellt, als Elefant im größeren Büro auch mal einen Spagat macht oder einen Handstand oder Liegestütze, so wäre eine Möglichkeit. Ja, genau, um auch so die Körperlichkeit zu erfahren. Vielleicht so als kleiner Hinweis oder Übung. Also es ist schon nur zum Beispiel, wenn ich mich berühre, oder wenn ich zum Beispiel so Streichbewegungen mache oder vielleicht sogar so Abklopfbewegungen, zeigt sich, dass das führt ja auch zu einer Wahrnehmung von meinen Grenzen und von meinem Körper. Das führt ja mein Bewusstsein auch wieder in meinen Körper hinein. Und in dem Sinne sollte ich ganz simple und einfache Übungen können, unter Umständen, ja, wenn man das wirklich regelmäßig durchführt, auch sehr guten Effekt haben. Und ich sehe gerade noch die Frage von der Fabienne. Was sind Ihre Erfahrungen? Wie sind Psychiater, Ärzte, Therapeuten betreffend Hochsensibilität?
hochsensiblen Personen eingestellt. Er hat es ernst genommen, obwohl nicht im ICB. Ja, das ist sehr eine gute Frage. Also dort erlebe ich halt sehr Unterschiedliches. Ich arbeite ja selber mit Ärzten und Psychiatern zusammen, die sehr offen sind für das Thema. Das ist aber sicher die kleinere Anzahl. Der Mainstream geht sicher einen anderen Weg, wo man wie sagt, ja, das ist wissenschaftlich nicht erwiesen. Das kann man auch nicht eben wirklich valabel oder reliabel verlässlich testen. Also lassen wir die Finger gescheiter gerade davon weg. Und das ist halt sehr, ja, kommt sehr auf die Person drauf an, wie offen das sie ist gegenüber so neuer Entwicklung. Es ist sicher etwas, was relativ neu ist. Viele von diesen Diagnosen im ICD-Themenkatalog, die bestehen vielleicht schon seit 100 oder 150 Jahren. Und Hochsensibilität ist halt noch relativ ein neues Phänomen. Es zeigt sich, dass zum Beispiel auch ADHS ist ein relativ neues Phänomen, dass das jetzt aber mehr und mehr auch wie ernster genommen wird. Ich glaube, dass man vielleicht kann sagen kann, der ICD hinkt vielleicht 20, 30 Jahre so dem Volksbewusstsein hinterher. Und da braucht es halt wie manchmal schon Zeit, bis das nachher auch wirklich ankommt in der Fachwelt. Und anfangs haben wir ja gesagt, es ist keine Krankheit, aber gleich spielt so das Temperament halt auch eine Rolle im Mensch und auf dem Weg zur Genesung. So. Ja, ich habe mich ja sehr intensiv mit dem beschäftigt und bin nachher darauf gestoßen, dass es in unserer ganzen medizinischen Tradition ja eigentlich schon sehr lang so die Sichtweise vorgeherrscht hat, dass die Elemente, also Erde, Wasser, Feuer und Luft, die Grundlage sind vom Leben. Oder das ist so in der griechischen Philosophie, Empedokles und so weiter, so der Urstoff ist eben vielfältig, respektive es gibt ja auch viele Ansätze, vor allem wenn man dann nach Indien geht, im Ayurveda, redet man dort auch noch von einem fünften Element, das Ätherelement. Und man ist eigentlich über Jahrhunderte oder Jahrtausende davon ausgegangen, dass jede Krankheit eine Störung in diesem Gleichgewichtssystem ist. Also dass es wie eine Art, zum Beispiel ein Mensch hat, der zu viel Feuer hat oder zu viel Wasser oder zu viel Erde. Und bei den Hochsensiblen sage ich ja, dass sie eigentlich die Äthermenschen, da muss man sagen, es hat wie zu viel Äther. Also das kommt ja auch von den Griechen. Der Äther ist eigentlich das Himmelselement, das himmlische Element. Also die sind fast ein bisschen zu fest im Himmel und zu wenig auf der Erde, die Hochsensiblen. Und dort, wenn man so die Sichtweise hat, kann man sagen, ja, Gesundheit ist eigentlich immer ein guter Ausgleich. Oder? Dass die Elemente in einem guten Ausgleich bestehen. Und insofern ist natürlich auch Hochsensibilität, sagen wir, wie birgt seine Herausforderungen, dass man eben entsprechend für sich einen guten Ausgleich schafft, für gesund zu sein. Finde ich sehr eindrücklich nochmal beschrieben mit den vier Elementen und wie da Erde zurückkommt in den Körper. Der Lukas Siedler hat noch geschrieben, ist es ein neues Phänomen oder hat es das schon immer gegeben und hat es einfach noch keinen Namen gegeben? Und wie haben Sie es für sich herausgefunden, dass Sie hochsensibel sind? Ja, ich meine, die Leute beschäftigen sich ja schon seit Jahrtausenden mit Charakteristika, Charakterstärken mit Temperament, eben die Griechen mit den vier Grundtemperamenten, der Choleriker, der Feuermensch, Sanguiniker, der Luftmensch, Phlegmatiker, Wasser und der Melancholiker, der Erdmensch. Das ist ja eigentlich nicht neu, dass man sich damit beschäftigt, dass die Menschen eben unterschiedlich konstituiert sind. Und insofern ist das natürlich überhaupt nicht ein neues Thema. Wo übrigens, das ist auch sehr spannend, ja nicht nur die Menschheit betrifft, sondern auch die Tiere.
Oder es gibt ja auch hochsensible Hunde. Und das ist auch interessant, wenn man so in einen Welpenwurf schaut, dass es dort bewusst so ein unterschiedliches Mindset gibt von diesen verschiedenen Welpen. Dass man kann sagen, es gibt halt eben die stürmischen, die, wo so die Scouts, oder, wo überall vorstürmen und wollen schauen und neugierig sind. Und es gibt die Vorsichtigeren, die vielleicht auch so ein bisschen achtsamer sind und schauen, wo gibt es Gefahren. Und dass es offenbar ein Erfolgsrezept ist in der Evolution, dass es eben sozusagen das Vielfalt zu einer Stabilität führt, dass Vielfalt dort, wo Kooperation in einem Rudel herrscht, dass das eben in dem Sinn evolutionär viel interessanter ist, als wenn jetzt alle gleich wären. Also insofern ist es natürlich überhaupt nicht ein neues Thema. Es ist halt einfach, der Begriff ist neu und das Thema in der Tragweite, wie man es jetzt diskutiert, ist vielleicht eher neu. Aber es hat sich auch schon, also zum Beispiel C.G. Jung hat sich mit Introversion auseinandergesetzt. Und es hat auch in den 50er, 60er Jahren Professor Kagan gegeben, der gerade mit ganz kleinen Babys, mit Neugeborenen, wie gemerkt hat, es gibt so unterschiedliche Charaktere von Kindern, die eben sensibler reagieren, und hat nachher auch so gesagt, dass die später auch so einen bestimmten Persönlichkeitstypus entwickeln. Also es gibt da sicher schon weiter zurückreichend auch Forschungen. Also zum Beispiel der Pavlov ist ja der mit dieser Konditionierung, oder wenn man Glocke läutet und nachher der Hund das Fressen bekommt, wenn man das ein paar Mal macht, sieht man, wenn man mit der Glocke läutet, fährt schon der Speichelfluss an. Also die ganze Geschichte mit eben Reizverknüpfung. Und hat dann nachher auch gemerkt, ja, es gibt ja Hunde, wo viel schneller so eine Reizverknüpfung stattfindet. Und wenn man das wieder auflöst, auch wieder Hunde, wo viel schneller das können auflösen oder eben das länger anhaltend ist. Also auch er hat sich so mit unterschiedlichen Temperamenten beschäftigt. Ich würde sagen, im Prinzip ist es eben Jahrtausende altes Thema, wo jetzt einfach wie einen neuen Namen bekommen hat oder vielleicht, sagen wir mal, populärer ist oder breiter diskutiert wird. Und wie haben für Sie sich herausgefunden, dass Sie hochsensibel sind? Da. Ja, ich habe natürlich auch mal aus Gewunder einen Test gemacht, aber ich glaube, es funktioniert halt eher so, dass häufig Leute von diesem Thema hören, vielleicht einen Erfahrungsbericht lesen, vielleicht sich über ein Buch auch in das Thema einarbeiten und nachher wie merken, das gibt so wie eine Resonanz. Es hat so wie etwas mit mir zu tun. Und so ist es mir halt auch gegangen, dass ich über das Buch «Zart beseitet» von Georg Parlow, ist so eines von den ersten im deutschsprachigen Raum gewesen, auf das Thema gestoßen und habe nachher so einen Aha-Effekt gehabt. Das geht noch vielen Hochsensiblen so, dass sie wie das Gefühl haben, oh, ich sehe mich in vielem, wo da beschrieben wird, sehe ich mich. Und vieles, wo da beschrieben wird, hat für mich wie eine höhere Relevanz. Und insofern ist es wie etwas, wo man wie selber für sich muss herausfinden, ob es da eine Resonanz gibt oder nicht. Und ja, ich habe das Gefühl, es ist ein interessantes Thema und es hat etwas mit mir zu tun. Und ja, so bin ich da dazu gestoßen. Danke vielmals. Es gibt noch ganz viel zum Fragen, jetzt gerade auch in den letzten Minuten. Ich würde gerne das Thema noch auf die laufenden Projekte in der Schweiz leiten. Dort ist einiges geplant. Ja, was ist denn geplant? Also wir haben ja eben drei Kongresse durchgeführt, Tagungen. Ins letzte Jahr haben wir ein Netzwerktreffen gemacht. Das ist so ein bisschen wie eine Entwicklung, wo ich wie gemerkt habe, am Anfang, so 2015, ist das Thema noch nicht so breit verankert gewesen. Und es ist mal wichtig gewesen, überhaupt, dass die Bevölkerung informiert wird. Dass man kann sagen kann, ja, es gibt so etwas, hört mal her, und da gibt es so Wissenschaftler, die sich damit beschäftigen, oder es gibt Experten, die sich auf ganz unterschiedliche Art mit dem Thema beschäftigen. Und nachher habe ich wie gemerkt, ja, mit der Zeit, die Leute kennen es jetzt anfangen, man kennt das Thema, man hat es schon mal gehört,
Man hat vielleicht ein Buch gelesen. Ich ziehe eigentlich wie andere Herausforderungen, nämlich die, wie gehe ich selber, wie gehe ich persönlich mit dieser Disposition um? Was kann ich für Übungen anwenden, die mir im Alltag helfen, dass mein Leben leichter erlebt kann werden? Und dort, glaube ich, braucht sie andere Ansätze, also mehr so Ansätze auf gleicher Augenhöhe. Darum ist bei mir vor Jahren mal so die Idee entstanden, so ein Netzwerk zu fördern, wo Leute eben zum Beispiel in Empowerment-Gruppen, wir haben jetzt in Bern jetzt so zwei Empowerment-Gruppen, wo Menschen sich gegenseitig ermutigen und sich gegenseitig unterstützen in diesem Thema, wo man wie kann sagen kann, ja, die und die Schwierigkeit, Hanni, wie habt ihr das erlebt? Habt ihr da Ideen dazu? Wie geht ihr damit um? So ganz auf einer praktischen und auf einer persönlichen Ebene. Und ich glaube, dass das jetzt so wie eine nächste Phase ist, wo es nicht darum geht, eben über Theorien oder Wissensvermittlung zu wirken, sondern mehr wie ganz konkrete Hilfestellungen zu bieten, wo Leute sich auf Augenhöhe können unterstützen können. Und für das haben wir einen Verein gegründet im Januar jetzt das Jahr. Jetzt haben wir so eine kleine Trägergruppe, die das aufbaut. Da gibt es ganz, ganz, ganz viele Ideen, was man machen könnte mit Forum, mit einem Blog, mit Adresslisten und so weiter. Wir sind dort noch ganz in den Anfängen. Es gibt aber Anfang die Internetseite Netzwerk Hochsensibilität. Und wir haben jetzt am 5. September, am Samstag, 5. September, wieder eine Tagung zum Thema, mit dem Schwerpunktthema Spiritualität und also auch so der, mehr meditative Ansätze im Zusammenhang mit Hochsensibilität anzuschauen. Und im Anschluss an die Tagung haben wir dann auch die erste Mitgliederversammlung, die noch in einem ganz kleinen Rahmen wird stattfinden. Und die Leute, die interessiert sind am Thema oder dort mitzuwirken, sind da herzlich willkommen mitzutun. Also 5. September vormerken. Wenn ich jetzt da Interesse hätte, so an einem Austausch zu schauen, ja, wie gehen andere damit um, auch von Experten Informationen überzukommen. Was erwartet mich an dieser Tagung genau? Also Meditation, den ganzen Tag oder ein Austausch? Ja, wir haben drei Referenten. Wir haben uns ganz bewusst eigentlich sehr schlank gehalten. Bei den Kongressen haben wir irgendwie noch 20 oder 30 Referenten und Workshopleiter gehabt und haben so ein bisschen auf die Vielfalt auch Wert gelegt. Und jetzt aktuell die Formate sind eigentlich bewusst sehr überblickbar und einfach gestaltet. Also es soll auch Freiräume geben für Begegnung, für Austausch, für ja, einfach auch da zu sein, im Gespräch mit anderen können wir das Thema erfahren oder neue Leute kennenlernen. Es sind drei Referenten und im Prinzip geht es darum, wir haben nicht einfach jetzt ein anderthalbstündiges Referat, sondern es sind im Wesentlichen eigentlich Workshops. Also Workshop in der Gesamtgruppe, wo man sehr viel mit Übungen arbeitet, wo man wie aber zum Beispiel meine Kollegin Christina Poribniak ist Ärztin, langleitende Ärztin in einer Klinik gewesen, Klinik Heiligenfeld in Deutschland. Sie hat viel Erfahrung aus dem Meditationsbereich. Der Patrice Wirsch, der auch da ist, ist bekannt, dass er auch so mit Blogartikeln sich geäussert hat, dass er selber auch so spirituelle Erlebnisse hat und das probiert auch so mit seiner wissenschaftlichen Tätigkeit zusammenzuführen. Ich selber sehe mich mehr so als Bewusstseinsforscher. Ich habe mich so mit integralem Bewusstsein beschäftigt und das ist so ein Aspekt und schaffen eben sicher auch ganz fest in so Richtungen, wie ich erwähnt habe, mit Übungen, wo es so um Selbst- und Stressmanagement geht und wo ich wie, ja, eben ganz konkrete Übungen mitgebe.
Also sehr vielfältig, um die Vielfalt nochmal aufgreifen von der Hochsensibilität, geht auch unterschiedliche Perspektiven, Ärzte, eigene Erfahrungswissen, verschiedene Elemente. Ja, ich habe genau noch die Adresse hineingegeben. Ist in Münsingen bei Bern im Schlossgut. Es gibt eine Webseite mit allen Informationen zum Thema. Das ist www.hsb-kongress.ch. Wenn man zum Beispiel HSB-Tagung oder HSB-Kongress eingibt, wird man uns relativ einfach finden. Man sieht auch, also das ist relativ starke Seite. Es hat zum Beispiel viele. Für viele ist das vielleicht noch gar nicht so präsent, aber ich habe so Kurzinterviews gemacht mit allen möglichen Referenten. Also da hat es etwa 30 oder 40 Kurzinterviews zu ganz verschiedenen Themen. Ich finde das hochinteressant. Da findet man auf YouTube einiges an Material, wenn man zum Beispiel sagt, ja, Hochsensibilität und Familie oder Kinder oder Hochsensibilität und eben vielleicht Körperarbeit oder Hochsensibilität im Berufsumfeld und so weiter. Da gibt es ja verschiedene Referenten, die verschiedene Schwerpunkte haben. Zum Teil auch Leute, die ganz explizit im Wissenschaftsbereich tätig sind und dort aus ihrer Erfahrung berichten. Also das ist aus meiner Sicht, das sind so kurze Interviews, 5 bis 7 Minuten, die ich geführt habe. Die findet man auch dort auf dieser Seite oder direkt auf YouTube. Also wer sich dort informieren will, zu eben ganz unterschiedlichen Themen, findet da eigentlich relativ viel Material. Also, ja, Grenzen sind, es gibt keine Grenzen, wie man sich informieren kann. Und so ein bisschen abschliessend auch vor, weil Hochsensible auch recht visuell oder mit Visualisierung arbeiten oder können arbeiten. Ja, meine Frage noch an Sie, welche Visionen begleiten Sie? Das Thema visuell würde ich so gar nicht unbedingt unterschreiben. Also ich zum Beispiel bin ein Kinesthet, also für mich ist das Körperempfinden ganz zentral. Es gibt auch sehr viele Leute, die sehr auditiv orientiert sind. Im Mittelalter hat es ja zum Beispiel nicht nur die Vision gegeben, die ja mit dem Sehsinn zu tun hat, offensichtlich, sondern auch die Audition. Das gibt zum Beispiel den Begriff Berufung oder innerer Ruf, wo man wie mehr über den Gehörsinn wie merkt, es zieht mich in eine Richtung. Und ich selber gehe davon aus, dass eine Vision auch kinästhetisch sein kann, aber über das Körperleben, wo ich sagen kann, wie sollte sich eigentlich mein Körper oder wie sollte sich mein Leben anfühlen? Also wie komme ich so in ein inneres Gleichgewicht, dass ich sagen kann, auf allen Ebenen, körperlich, emotional, mental, bin ich gut unterwegs und fühle mich wohl und habe wie das Gefühl, mein Leben hat einen Sinn. Ja, und dort für mich ganz persönlich so unterwegs zu sein oder auch Leute zu begleiten auf diesem Weg, das ist sicher etwas, was ich als meine Vision würde bezeichnen. Und auch so in Bezug auf Hochsensibilität, so ein bisschen für Menschen, die jetzt die Wissensart oder das Temperament für sich neu entdecken, haben Sie dort auch eine Vision, was Sie den Leuten möchten mitgeben, was Sie ihnen wünschen? Ja, da gibt es sicher verschiedene Ebenen. Also meine Vision ist ja, das Netzwerk sicher zu fördern und da bin ich dran. Also einerseits die Informationen zu verbreiten und andererseits auch Leute wie ganz konkrete Mittel in die Hand zu geben, wie sie mit dem bewusster können umgehen können. Mein Anliegen oder meine Vision da dabei wäre, dass Hochsensible eben gesunde Hochsensible sind und nicht kranke Hochsensible, weil ich davon ausgehe, dass unsere Welt eigentlich das Thema Hochsensibilität und gerade gesunde Hochsensible sehr braucht. Weil wir sind in einer Welt, wo sehr viel
sagen wir mal, chaotische Entwicklungen, die sehr stark die Außenorientierung, es ist Wirtschaft, geht über alles, Geld verdienen hat einen sehr hohen Wert. Und man merkt, wo das die ganze Lebensart uns herführt. Es gibt dort auch gewisse Gegenbewegungen, wo man kann sagen, ja, darüber nachdenken, was macht eigentlich wirklich Sinn? Was ist überhaupt der Sinn vom Leben? Und was braucht denn die Welt? Ich glaube, dass in diesen ganzen politischen Entwicklungen hochsensible eigentlich auch ganz wichtige Funktionen haben, nämlich die, uns daran zu erinnern, an innere Werte, an ethische Werte. Also was ist ein gutes Leben, was ist ein erfülltes Leben? Nicht nur, wie kann man Reichtum generieren, sondern wie kann man Erfüllung finden, dass das ein innerer Weg ist. Ich glaube, dort sehe ich die hochsensiblen einen ganz wichtigen Punkt als Botschafter in der heutigen Welt von einem zukunftsfähigen oder nachhaltigen Leben. Da finde ich sehr, sehr ein schönes Schlusswort, also, dass hochsensible Botschafter sind auch für Nachhaltigkeit, so in dem Ganzen höher, weiter, schneller. Und ich möchte mich an der Stelle ganz herzlich bedanken für die Auskunft, für die Zeit und alle, die dabei gewesen sind, die fleissig mitgeschrieben haben, mit uns die Stunde verbracht haben. Die Sitzung wird aufgezeichnet und wird anschliessend in den nächsten Tagen auf YouTube aufgeladen. Wenn ihr alles durchgeschaut habt, von Hochsensibilität mit Hunden, mit Familie, mit Arbeit. Genau. Und sonst würde ich sagen, treffen wir uns am 5. September in Münsingen mit dem Martin Bertsch. Genau. Und ja, von meiner Seite her wäre es das. Möchtest du noch ein Abschlusswort sagen? Ja, das ist ja für mich so ein bisschen Schattenwesen, wo ich jetzt da halt nur schriftlich und ich habe ja gar nicht gross reinlesen, was da geschrieben wird. Also wenn ich meine Fragen da sind, ihr findet mich auf dem Internet, respektive auf der Webseite mit Kontaktangebot. Die könnt gerne auf mich zukommen und können wir so weiter schauen. Wunderbar, danke vielmals. Gut. Ja. Einen schönen Abend miteinander. Merci, gleichfalls. Ade.